Ja, heute neuer Tag. Sehr windig heute, deshalb werde ich viel mit Musik unterlegen. Ich gehe jetzt da weiter, wo ich gestern aufgehört habe, und dann wollen wir mal schauen. Projektil, schätze 303, Zweiter Weltkrieg. Und der nächste Fund, der ist ganz witzig, ist ein Pfennigstück, aber wurden zwei Löcher reingebohrt, sag ich es mal, um das als Kette zu tragen, denke ich mal, als Glücksbringer. Scheint aus dem Deutschen Reich zu sein. Viel erkennen kann man nicht mehr, aber man sieht, es ist noch ein Pfennig oben. Es steht, glaube ich, Deutsches. Hinten schon sehr platt. Aber ich meine, da kann man noch so ein paar Federn von dem Adler erkennen. Ja, von dem Reichsadler, also Deutsches Kaiserreich. Na, witziger Fund. Ja, nächster Fund ist ein Knopf. Hinten steht irgendwas drauf. Kann ich jetzt so noch nicht lesen. Ab und zu hat man das ja mal, dass sie vergoldet sind. Es scheint so ein bisschen irgendwas durch. Also könnte durchaus sein, dass er vergoldet ist. Muss ich mir zu Hause mal genau angucken. Ich hatte übrigens vorhin schon einen Knopf. Da steht hinten fein vergoldet drauf. Also habe ich endlich ein bisschen von meinem Gold. Ja, super Mensch. Mal schauen, was noch kommt. Ja, wieder Glück. Nächster Fund, 10 Rentenpfennig. Von 1930. Super. Die sind ja immer noch ganz gut erhalten. Muss man ein bisschen sauber machen zu Hause. Mensch, super. Ja, hier haben wir wieder ein Stück Malhornware. Sehr charakteristisch, ja, die gelben und ockerfarbenen, leicht orange-mäßigen Linien. Scheint irgendwie ein Bodenteil von einem Teller zu sein, vermute ich mal. Ja.
Ja, gleich die nächste Bahn nebenan. Das nächste Stückchen Malhornware. Na, wer sieht was? Leiche. Mal gucken, ob nach der Reinigung noch was rauskommt, aber ich glaube fast nicht mehr. So, hier wieder eine ganz witzige Situation. Wir haben hier immer eine Scherbe liegen. Mit einer Salzglasur. Na, ihr seht, das ist so narbig überall. Weg. Und direkt daneben ein sehr konstantes Signal, 73. Und da wollen wir jetzt mal gucken. Oh, das ist das 73er Signal. Ich habe keine Ahnung. Sieht fast aus wie so ein überdimensionierter Uhrenzeiger. Könnte aber auch, da es abgebrochen scheint, irgendwie ein Beschlag gewesen zu sein oder sowas. Ja, ich weiß es echt nicht. Mensch, schöne Schnalle. Das sieht aus wie die nächste Münze. Lag irgendwie einen Zentimeter tief oder so, nur mit dem Pinpointer geguckt gehabt. Oder ist es ein Knopf? Ne, ist ein Knopf. Würde ich jetzt sagen. Ja, das ist ein Arsenbronzeknopf. Wieder irgendwie mit einem Blumenmuster oder sowas. Ja, trotzdem schöner Fund. Und eine Musketenkugel. Doch, jetzt aber hoffentlich. Ja, das ist definitiv. Ein Reichspfennig. Von 1874. So, das nächste Münzlein ist eine Einpfennig-Scheidemünze von 1734, glaube ich. Ich meine, es ist 34. Gab ein Bombensignal. Ein Buttonball vielleicht. Muss ich vorsichtig sein, nicht, dass ich da, falls die Öse noch dran ist, die abbreche. Aber scheint keine Öse mehr dran zu sein. Ne, Öse ist weg. Scheint auch das Unterteil zu sein, weil ich glaube, hier ist die Ösenbefestigung gewesen.
eigentliche Knopf. Oder, ja. Keine Ahnung, ihr seht auch, es ist ein Loch in der Mitte. Da wird die Öse dran gewesen sein. Ja. Schon wieder auf dem Rückweg. Mann, jetzt habe ich hier nochmal Juwelen gefunden, wollte ich gerade sagen. Das ist nichts Echtes. Stein ist zerkratzt. Könnte höchstens mit Glück vielleicht irgendwie Bernstein sein oder sowas. Schaut aber schon ein bisschen älter aus. So von den Verzierungen her. Bin mal gespannt, wenn ich es zu Hause sauber habe. Mensch, klasse. Super. Ja, heute wieder unterwegs, neuer Tag, anderes Feld. Der Bauer ist gerade dabei, nahezu alle Felder neu zu besehen. Und ich habe jetzt hier den ersten interessanteren Fund. Hatte gerade schon eine Musketenkugel. Und jetzt hier ein Reichspfennig von 1900. Mal schauen, was hier auf dem Feld noch kommt. Und ein halber Arsenbronzeknopf. Thank you.